Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Wir sind hier immer noch im Gespräch mit Elijah. Und es gibt noch etwas, das ich wissen muss. Hat uns in der letzten Folge schon ein bisschen was erzählt, auch dass Doc uns jetzt angeschleppt hat, in Anführungsstrichen. Frag. Noch ist Zeit. Das stimmt. Wie hast du eigentlich vom Sierra Madre erfahren? Alles begann mit einem Rückschlag. Feuer, Blut, unter der Sonne. So nah, dass man sie hätte berühren können. Aber dennoch, Momente wie dieser, Scheitern, können einem die Augen öffnen. Was ist danach passiert? Danach wanderte ich weiter, allein, sah die Stürme der Kluft, zog mit den Seifern des Westens, reiste zur großen Leere und entkam. Knapp dann hörte ich das Signal, die Frauenstimme, das Sierra Madre, die Chance auf einen Neuanfang. Neues Spiel, neues Glück, alles Unsinn. Ich ging dem Signal nach, erkundete die Stadt mit der Hilfe anderer. Sie töteten einander gegenseitig. Du bist am weitesten von allen gekommen. Juhu! Und woher hast du die Halsbänder? Diese Halsbänder sind Vorkriegstechnologie. Ich schätze, dieses großartige Land hatte vor dem Krieg Probleme mit zivilem Ungehorsam. Es gibt ganze Serien davon. Das, was du trägst, speziell, einfacher einzustellen, aber auch unverlässlich. Es gibt merkbare Funkinterferenzen. Und wenn das Vorkriegstechnologie ist, woher hast du die dann? Ein weit entfernter Ort, das Big Empty. Hab's fast nicht rausgeschafft. Da waren noch zwei andere. Eine Frau und ein Mann, ein Kurier. Die Frau kam mir bekannt vor, der andere. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Von diesem Ort habe ich... Da waren wir doch schon. In der großen Leere. Big Empty ist eine Schatzkiste. Ein wissenschaftlicher Friedhof der alten Welt. Wie das Sierra Madre. Dort schlummern Schätze. Manche sind auch wach. Das Hologewehr, die Saturnit-Legierung. Die Hologrammtechnologie. Kälteschlafzellen. Securitrons. Die Halsbänder. Sogar die Anzüge dieser Dinger, die die Villa belagern. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was da liegt. Aber jetzt will ich das Sierra Madre. Gehört, wohin ihre Reisen in Zukunft führen könnten. Ja. Fragen wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine Folge mit Gequatsche voll. Aber ich... Also das will ich auch so vollständig wie möglich zeigen. Was willst du? Oh, das war's sogar. Tja. Kommst du runter? Nein. Ich gehe kein Risiko ein. Nicht, wenn ich so nah dran bin. Oh. Nicht schon wieder. Ich kann warten und es mir leisten, vorsichtig zu sein. Du? Du bist da unten eingeschlossen. Dies ist der einzige Eingang. Und ich habe freie Hand in Sierra Madre. Ich habe Zeit. Mehr als du. Und es könnte weitere Fallen geben. Ich schicke noch ein paar Kundschafter rein. Du bist einfallsreich. Und ich will nichts dem Zufall überlassen. Sicher? Wenn ich warte, mache ich mir das Sierra Madre, mir egal. Was machen wir denn da? Na, dann finde ich halt einfach selbst einen Weg in die Vault, nehme ja alles mit, was sich befindet, darin befindet. Du bist weit gekommen. Wenn du versuchst, weiter in die Vault einzudringen, bläst sie dir das Licht aus. Was darin ist, gehört mir.
Wer Hand daran legt oder es mir wegnehmen will, wird zur Rechenschaft gezogen. Mimimi. Okay, jetzt können wir auf Dietrich und auf Schleichen gehen. Was haben wir sonst noch? Ja, ich habe schon geschafft, den Aufzug zu entriegeln und vor dir herunterzukommen. Du beeilst dich besser. Dieses Casino ist nicht irgendein Karawanen-Safe. Und das Türschloss der Sierra Madre ist nicht ihr einziges Geheimnis. Ah, es gibt also ein Schloss. Gut, ich war mir nicht sicher, bis du es erwähnt hast. Versuche, deinen Weg hineinzufinden. Das Sierra Madre hat ein dickes Fell und hat schon so manches überstanden, das an seinen Türen gerüttelt hat. Für die, die nicht wissen, um was es geht, kann der Gewinn dasselbe wie die Strafe sein. Sieh dir die Sicherheit an. Mal sehen, wie es läuft. Tja, ich habe alles überlebt, was mir das Sierra Madre entgegengestellt hat, und du bist nicht anders. Ich habe genug. Genug davon, bestohlen zu werden. Ich komme runter. Vergiss das Sicherheitssystem. Ich werde dich schon finden. Wenn du in die Vault einbrichst, geht deine Halskrause hoch. Okay, so. Speichern. Schleichen. Und ab nach draußen. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir so schnell wie möglich hier an dieses Ding rankommen. Also hier hoch und dann zu der... ja, hier links zu diesem Dings. Diese Verriegelung. Kraftfeld, genau. Vorkriegsschrott. Ich erledige dich eigenhändig. Das ist nicht gut. Die Zeit ist gegen dich. Sie war es immer. Das weiß ich doch. Ich hätte, glaube ich, da hinten hin müssen, oder? Ja. Ich muss mal gerade aufstehen, mich hier umgucken. Ja, und sterben. Ich glaube, das kann jetzt ein wenig dauern. Ich glaube, ich nehme mal den Stealth Boy. Dann versuchen wir es nochmal. Wenn ich jetzt nochmal genau wüsste, wo ich eigentlich hin muss. Ich glaube hier rüber. Ja, genau. Da hinten ist der... Oder das ist doch der Aufzug, wo wir hin müssen. Ist das? Dieser Alarm? Was? Du. Das gesamte Gebäude steht unter meinem Kommando. Sicherheit. Die Zeit ist gegen dich. Sie war es immer. Ja, werden wir schon sehen, denke ich mal. Genau hier wollte ich hin. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich die Barren so hinlege, dass die hier durch dieses Gitter durchfallen. Das hat nicht funktioniert. Wo sind die denn abgeblieben? Hallo Barren. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Okay, die scheinen weg zu sein. Dann versuchen wir das nochmal. Vielleicht, wenn ich es hier ein bisschen höher ansetze. Nein. Hm.
Vielleicht darf ich auch einfach nicht ganz dran gehen. Ich guck mal gerade, wenn ich es hier ablege. Ah, okay. Dann bleiben sie hier liegen. Okay, dann gehen wir halt noch ein bisschen näher dran. Vielleicht nicht direkt berühren. Gut, dann geht's schon mal nicht mehr. Gut zu wissen. Dann versuche ich es einfach so weit wie möglich vor dieses Ding zu legen. Und dann mit der Pistole, beziehungsweise was haben wir denn noch? Wir haben, glaube ich, auch noch irgendwie automatisches Gewehr, da habe ich zu wenig Schuss. Hatten wir nicht noch irgendwie eine Schrotflinte? Da. Okay, ich glaube, weiter geht's nicht mehr. Dann werden wir uns jetzt um Elijah kümmern. Wo ist denn meine Polizeipistole? Da ist meine Polizeipistole. Nein? Ja. Reicht das, um ihn auszuschalten? Jawohl. Kritischer Abgang. So, und jetzt... Moment, wo ist denn die... Wo ist denn der Rest von ihm? Ich würde... das Zeug ganz gern mitnehmen. Ich glaube, das kann ich jetzt vergessen. So, ich hoffe mal, ich schaffe den Weg jetzt. Hallo Hologramm. Jetzt gleich hier runterfallen lassen, weil das dann doch etwas abkürzt. Ach, fuck. So, genau da wollte ich hin. Hier hoch, hier hoch. Hüpf. Jawohl. Es könnte funktionieren. Ich hoffe es auf jeden Fall. Scheiße, jedes Mal. Oh Gott, das wird, glaube ich, knapp. So, mitnehmen. Fuck, fuck, fuck. Nehme jetzt diese scheiß Dinger mit. Geht leider nicht. Okay. Dann habe ich sie noch nicht genug hingelegt. Das ist halt jetzt das Problem, dass wir die am Anfang so platzieren müssen, dass wir die im Endeffekt auch wieder aufsammeln können. Ich denke mal, das könnte sich ein wenig ziehen. Ja, jetzt sind sie wieder weg. Könnte ich die eigentlich mal ich speichere gerade mal hier richtig ab, nicht, dass ich mir das damit eben eine Quick Save verschreibe. So, kann ich das vielleicht lassen Sie hierhin gefallen. So vielleicht. Das war ja schon mal ganz gut. Reicht's eigentlich auch, wenn wir da mit der normalen Pistole drauf schießen? Scheinbar nicht.
Ich versuch's einfach mal. Hallo Vater Elijah. Ich gucke einfach, ob ich durch... ich muss ihn erst umbringen, bevor ich hier durchkomme. Echt die Waffe gerade aus der Hand geschossen. Wie cool. So. Gaussgewehr. Stimpex. Die Gewänder bringen, glaube ich, auch nichts großartig, oder? Ich nehme das Zeug mal mit. Gut, jetzt laufen. Ich habe mich schon wieder verlaufen, glaube ich, gerade. Gucken, dass ich es hier möglichst schnell durchkrieg. Und hepp. Diesmal nicht den falschen Weg gehen. Hier hoch, einmal springen. Nochmal springen oder auch nicht. Das hätte fast... Jetzt natürlich gehe ich hier den falschen Weg. So ein Mist aber auch. Öffnen bitte. Okay. Komme ich da jetzt dran? Das ist doch hinter dem verdammten Ding. Komm, gib mir diese verdammten Goldbarren. Haben sie den fix... Haben sie das etwa jetzt gefixt, dass man da nicht mehr drankommt? Third Person. Geht das? Mist, verdammter, wieso komme ich da nicht mehr dran? Okay, einen Versuch noch. Also irgendwie habe ich es auch gesehen, dass es einer geschafft hat, die Dinger da durchzuschmeißen. Ich weiß leider nicht wie. Vielleicht gucke ich einfach nochmal nach, wie genau der jetzt hier sein Dings gemacht hat. Oder wie genau der Winkel war, dass er das da durchgeschmissen hat. So, meine Güte, wo ist denn das jetzt? Ich fange gerade schon wieder an, genervt zu werden. Es kann doch nicht sein, was für Geduldssachen ich mittlerweile habe hier. Also was für eine geringe Geduldsspanne. Okay, sie sind schon wieder weg. Ärgerlich, ärgerlich. So, speichern, auswählen. Mein Gott, Peacemaker, bleib doch mal ruhig. So, Goldbarren. Alle ablegen. Sie sind weg. Ich habe keine Ahnung. Haben die es echt mittlerweile gefixt? Fände ich ein wenig nervig. Ich habe doch so viel Geldproblem hier in dem Level. Oder beziehungsweise in dem Spiel. Nö, die sind weg. Wenn ich das Ganze ein bisschen höher ansetze, geht's dann? Bringt doch echt nicht viel, als ein paar Millimeter nach vorne. Der Karawanen-Dings, ich meine, das wird jetzt eh nichts mehr. Ich habe jetzt schon wieder zu viel Zeit verloren. Ich will nur gucken, ob wir das blöde Drecksding da irgendwie durch dieses
Das bringt schon mal gar nichts. Gut, das macht er auch wahrscheinlich nur... Dingsschaden. Schrotflinte noch mal durchprobieren. Ich glaube, wir haben es jetzt aber echt ans Maximum rangebracht. Weiter geht's nicht. Naja. Ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen und werde dann halt den erfolgreichen Versuch reinschicken. Wir sehen uns wahrscheinlich dann auch erst auf der anderen Seite wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.